Das ist hier ein Fahrkartenfriedhof hier von der Ruhrbahn. Irgendwie mit der vorhin geschaffen MVG, EVAG und natürlich DVG als Teil der immerhin Biergesellschaft, die vor uns 5 bis 10 Jahren aufgelöst wurde, nach der Aussicht der DVG. Dann fusionieren sich die EVAG und die MVG zur Ruhrbahn. Ja, und die Automaten wurden natürlich überklebt mit dem Ruhrbahn-Logo. Aber das sind eigentlich alles so MVG-Automaten, denn die EVAG-Automaten hatte, EVG hatte damals ihr eigenen Typ. Die stehen wohl in Essen. Da steht der einzige EVG-Automat. Genau da. Können wir hier ein Foto machen? VR, EVG. Richtig schön, dass wir anzuschauen. Wirklich. Ist der modernste Automat. Alleine Automaten sind viel, viel älter. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.